In Vösendorf auf der Schlosswiese wurde die Sonnenwende gefeiert. Zum Sonnwendfeuer wurde ein Fackeltanz gezeigt. Und ganz Mutige wagten dann auch den Sprung durch das Feuer. Ortsstraßenfest in Vösendorf und wieder ein Höhepunkt der Gesellschaft hier. Ja, das Ortsstraßenfest, das 22. jetzt in Vösendorf, ist wieder hier ein Höhepunkt. Walter Laber hat hier wieder etwas Tolles organisiert und ich glaube, der Besuch ist auch sehr gut. Ich finde es wunderbar, obwohl in Wien das Donauinselfest ist und die EM stattfindet, freut es mich, dass so viele Gäste gekommen sind. Was wird denn hier geboten? Von Autodrom und Kinderringelspiel, Speisen, Getränke, auch italienische Speisen haben wir da. Dann haben wir da Hort für Kinder so kleine Spiele organisiert. Also es ist eigentlich für alle etwas. Wie viele Menschen sind da unterwegs? Kann man das abschätzen? Ich schätze sicherlich über 2000 sind heute hier auf unserer Ortsstraße unterwegs und unsere Vereine machen hier wirklich ein gutes Geschäft und das ist auch gut so, weil unsere Vereine leben von solchen Organisationen und von solchen Festen. Insgesamt machen mit 34 Vereine. Jetzt gibt es einen Höhepunkt, das ist das Sonnenwendfeuer, das passiert zum ersten Mal. Das haben wir heuer zum ersten Mal. Wir haben es schon einmal geplant gehabt, aber leider hat es dann geregnet. Das Ortsstraßenfest ist ja nicht immer so ein schönes Wetter, wie wir heuer haben. Die Sonnenwendfeier findet das erste Mal im Zuge des Ortsstraßenfestes statt und es ist eine richtige Attraktion. Ja.